Hallo und herzlich willkommen im Kräuter- und Reformhaus Glocke. Ich bin Raffaela und ich zeige euch heute, wie man mit den naturnahen Sanotint-Haarfarben schöne Farben auf dem Haar bekommen kann und graue Haare zuverlässig abdecken. Mein Model ist heute Melanie. Hallo Melanie. Hallo. Und wir werden mit Melanie zeigen, wie Sanotint wirkt, welche Farben möglich sind und wie einfach es in der Anwendung ist. Sanotint ist insgesamt in 45 Nuancen erhältlich. Wir haben uns für die Farbe 77 Mittelblond entschieden. Da das Haar meines Models relativ lang ist, verwende ich die ganze Packung der Farbe. Bei kürzeren Haaren oder wenn nur die Ansätze nachgefärbt werden sollen, kann man auch mit der Hälfte der Menge auskommen. Wichtig ist, dass die beiden Komponenten genau 1:1 gemischt werden und dass man sie so lange gut verrührt, bis es eine einheitliche, cremige Masse gibt. Während des Färbevorgangs sollte man die Kleidung schützen und Handschuhe tragen. Ein paar Einmalhandschuhe liegen der Verpackung bei. Und nun beginnen wir damit, die Farbe aufzutragen. Ich trage die Haarfarbe zunächst an den Ansätzen auf, dort wo die Naturfarbe nachgewachsen ist. Die Haarlängen sind bereits gefärbt und nehmen neue Farbe schneller an. Ich habe jetzt die Ansätze ringsherum einmal um den Kopf eingefärbt und mit einem feuchten Tuch säubere ich die Haut, damit sich keine Farbe daran festsetzt. Jetzt beginnt die Einwirkzeit und ich decke das Haar währenddessen mit einer Haube ab, weil etwas Wärme den Vorgang beschleunigt. Nach 20 Minuten Einwirken am Haaransatz öffne ich die Verpackung, schaue mir an, ob die Farbe